In Germering, du wirst los. Das Rettungsteam Christiane Lampel und Felix Leistner stellt sich auf alles ein. Wir fahren jetzt auf bewusstlos. Das ist von unserer Wache gar nicht weit weg. Aber was Genaueres wissen wir nicht. Kann natürlich auch mal durchaus eine Reanimation sein oder eine Hirnblutung. Oder einfach nur, bis wir kommen, dass derjenige wieder ansprechbar ist. Einfach Zustand nach Synkope zum Beispiel. Also auch was Harmloseres. Schau mal, da ist es. Kann das natürlich. Ah ja, da rein. Bei diesem Einsatz wird ein Detail unsere Lebensretter sehr beeindrucken. So, dann nehmen wir natürlich wieder alles mit, ist ja klar. Ja, weil wenn das dann tatsächlich eine Reanimation ist, dann müssen wir das ganze Equipment dabei haben. Der Enkel des Patienten hat erste Informationen für die Sanitäter. Dass er plötzlich ohnmächtig wird und einfach nicht mehr ansprechbar ist. Und ist er jetzt wieder ansprechbar? Er ist jetzt Patient wieder ansprechbar. Okay. Ja, wenn Patienten einmal das Bewusstsein verlieren, dann ist das nicht der Garant dafür, dass, wenn sie dann wieder zu Bewusstsein kommen, dass das immer so bleibt, sondern der Zustand kann ja eigentlich immer wieder eintreten. Achso. Danke. Er hat vor allem einen Schrittmacher. Ah, okay. Ich nehme das. Oder so, danke. Eine entscheidende Information für unsere Lebensretter. Grüß Gott, hallo. Ah, das ist er schon, hallo. Was ist denn los? Ja, das hat er ja schon öfters gehabt. Okay, und was genau? Er hat einen Herzschrittmacher. Ja, grüß Gott. Hallo. Hallo. Und er sagt dann immer, jetzt ist ihm nicht gut. Und dann ist er bewusstlos. Also der Puls ist nicht wirklich tastbar. Das kann einfach sein, dass der Blutdruck sehr, sehr niedrig ist. Und deswegen kann man einfach den Puls noch nicht so richtig tasten. Also das hat er schon öfter, ja, oder? Und wann war es denn das letzte Mal? Ich hab's aufgeschrieben. Wie heißen Sie denn? Toni. Toni? Ja, servus, ich bin der Felix. Gell? Aber Sie haben ja alles schon richtig gemacht. Er hat aber jetzt nicht gekrampft, oder? Nein, er krampft da nicht. Okay. Ja, 37,0. Trinkt er ausreichend oder ist er da eher ein bisschen. So. Wie lange war er denn bewusstlos? Hat er wohl des Öfteren? 2 Minuten vielleicht oder was? Und er hat nicht gekrampft, haben Sie gesagt, gell? Ob ein Problem mit dem Herzschrittmacher die Bewusstlosigkeit ausgelöst hat, ist noch völlig unklar. Der Notarzt ist dann an der Einsatzstelle eingetroffen. Wir haben ihm dann unsere Untersuchungsbefunde erläutert und er hat sich auch noch mal einen Überblick verschafft. Okay, können Sie mal den Mund aufmachen und mal die Zunge? Genau. Also der Blutdruck ist 110 zu 70. Gut, die Augen machen wir auf. Frequenz gleich. 65. Ihr habt da so Spitzen. Sättigung war in der Spitze also, 94. Können Sie mich mal anschauen? Mal die Augen aufmachen. Ja. Okay. So, es gibt wohl einen Herzschrittmacher. Okay. Also prompt Isochor am Mittel nicht reagieren. Und wie ist es dann immer weitergegangen, wenn Sie das so oft gehabt haben? Ja. Wir holen dann immer Notarzt. Ja, ist ja richtig. Und dann? So. Das wieder heim. Okay. Ja, verständlich, gell? Wenn man so, unser Patient, der war ca. für 2 Minuten bewusstlos. Die haben sich natürlich dann schon Sorgen gemacht. Man weiß ja nicht, ob das dann doch noch länger anhält. Aber jetzt Schmerzen auf der Brust, Engegefühl, Druckgefühl auf der Brust, nicht Schwindel, dreht sich was, schwankt was, Sehstörungen. Wie viele Finger habe ich hier? Drei. Wie viel? Jetzt 2. Nochmal gerettet. Wenn so eine Bewusstlosigkeit zurückgelegen hat, dann ist immer wichtig herauszufinden, warum das passiert sein könnte. Das könnte zum Beispiel zusammenhängen mit Herzrhythmusstörungen, das könnte aber auch zum Beispiel ein Schlaganfall sein. Also wird man den Patienten auch neurologisch untersuchen. Oder es gibt auch andere Ursachen, zum Beispiel einen Unterzucker. Bei der Schrittmacherkontrolle waren Sie jetzt gerade im Ich habe mich hingefahren, aber das war letzte Woche, denke ich. Letzte Woche erst war alles in Ordnung. Ja. War das jetzt auch mit Sturz? Nein, gestürzt ist er nicht. Nein. Auch in letzter Zeit nicht gestürzt. In letzter Zeit gestürzt? Nein. Was gab's denn zu essen? 100 Kuchen. Wie viele? Ach, es gab mehr zu essen als
Es gibt ja viele Möglichkeiten für so eine kurze Bewusstseinsstörung. Und was unter anderem auch in Betracht kommt, ist zum Beispiel nach einer großen Mahlzeit, ist der Verdauungstrakt ja eben damit beschäftigt, diese Nahrung jetzt aufzunehmen. Und dann ist natürlich auch relativ viel Blutvolumen dort gesammelt. Und dann kann es schon einmal zu einer Bewusstseinsstörung kommen. Ein Zustand, der für den Patienten und seine Angehörigen zum traurigen Alltag geworden ist. Er hat öfter Probleme mit dem Herz. Er hat einen Herzschrittmacher, aber das Herz setzt aus und eben dann wird er bewusstlos. Aber Sie haben das komplett richtig alles. Ja, das ist schon fast Routine, leider. Ich würde Sie jetzt mal kurz in den Finger pieksen, gell? Woher wussten Sie denn so perfekt, wie Sie reagieren müssen überhaupt? Ja, weil wir schon öfters mitgemacht haben. Ach Gott. Ja, ja. Als Schwiegersohn geben wir Sie da ein bisschen aus. Sie sind der Schwiegersohn? Genau, das bin ich. Irgendwas hat er gehabt, irgendwie ist er auf einmal immer ruhiger geworden und dann ist er eben so zusammengezogen. Also Zucker ist 136. Aber höchstens 2-3 Minuten und dann ist es wieder. Wieder kommen. Wohnen Sie denn hier alle zusammen? Nein, ihr wohnt ein paar Mitarbeiter. Ja, hallo. Ist das der Opa? Oder der Uropa, gell? Ich wollte schon sagen, vom Alter her eher der Uropa. Ja, ist nicht so schlimm, gell? Ja, der wird schon wieder. Der Patient kann sich glücklich schätzen, seine fürsorgliche Familie um sich herum zu haben. Toni, na Toni, gell? Ja. Jetzt würden wir uns gerade mal hinsetzen. Ich setze mich daneben. Ja. Und dann schauen wir, ob sich das alles so stabil hält. Und vielleicht lassen wir dann alles so, wie es ist, oder? Ja, verdammt. Gut. Also, was ich ja schon sagen würde, dass Sie nochmal wieder beim Kardiologen vorbeigehen. Aber die ist ja mit der Radl heute schon gegeben. Ach so. Mit dem Radl sind zwei gefahren. Ja, aber irgendwas ist ja gewesen. Sonst wäre es ja nicht passiert. Wir sind jetzt eben am Überlegen. Ich meine, im Normalfall würden wir natürlich mit sowas ins Krankenhaus fahren. Na, wenn Sie jetzt sagen, Sie sind schon öfters im Krankenhaus gewesen und Sie kennen das schon, weil dann kann man nicht sagen, immer wieder kommen. Ja. Genau. Also wenn nichts gemacht. Ja, unserem Patienten ging es dann zunehmend besser. Der Blutdruck hatte sich dann auch stabilisiert. Und wir haben dann auch mal gefragt, ob er denn mit uns ins Krankenhaus kommen wollen würde oder ob er zu Hause bleiben möchte. Und da hat er einen ganz klaren Trend geäußert, dass er gerne zu Hause bleiben möchte. Man kann jetzt nicht sagen, letzte Woche war alles gut und heute, ja, das vergessen wir quasi, sondern ich würde schon sagen, das sollte man schon noch untersuchen, deswegen eben zum Kardiologen gehen. Da ist es die Frage, so, ich glaube, ich habe mir eigentlich viel Sorgen, genau. Das macht es halt mal für alles gestorben. Ja, okay. Aber so vom Sprechen her ist er jetzt wie immer, oder? Auch vom Wesen? Ja, okay. Wie immer. Mhm. Ja, sie hat gesagt, sie hätte es gut, der Schrittmacher ist in Ordnung. Mhm. Der ist jetzt, aber irgendwas ist ja heute gewesen. Also von allein kommt das ja nicht, dass sie einmal nicht da sind. Was meinst du? Da schauen wir lieber vorbei. Das ja, ist doch egal. Das ist ein Termin. Ja, nächste Woche nicht. Das müssen wir schön sagen. Ja. Also heute wäre ein Arbeitstag, wo man da vorbeigehen könnte. Und wenn Sie sagen, wir fahren Sie haben heute das Problem gehabt. Wir kümmern uns drum. Genau. Und wenn Sie sagen, Sie haben heute das Problem gehabt, dass Sie mal kurz weg waren und der Rettungsdienst war da, dann ging es heute auch einen Termin bei Ihnen. Das machen wir, gell? Nummer 1. Der Patient möchte partout nicht ins Krankenhaus. Jedoch hat seine Familie es geschafft, ihn von einem Arztbesuch zu überzeugen. Sie haben einen gezwungen, dass er ein Glas Wasser trug, weil ich habe gefragt, hast du schon was getrunken heute? Dann sagt er ja. Dann hat ein Glas Wasser hier, das hat er dann getrunken, hat es hingestellt. Aber im Heckfall gar nicht 2 Minuten hat das da. Aber er trinkt ausreichend, oder? Oder eher? Er lebt natürlich jetzt alleine, das ist klar. Das ja. Haben Sie halt wenig getrunken, noch gar nichts fast, oder? Kaffee und 3000 Kaffee und meine Tabletten immer. Ja, es geht ihm jetzt schon besser, aber wenn er sitzt, geht der Blutdruck tatsächlich wieder ein bisschen runter. Jetzt müssen wir halt schauen, weil vielleicht hat er auch zu wenig getrunken heute. Das kann auch sein. Ja, das war. Das wäre so das. Schon die letzten Tage schon. Ja, ja, eben. Oder zu viel gearbeitet. Es war ja schon auch nette Situation. Der Patient war ganz humorvoll und hat ja auch seinen Zustand sehr bagatellisiert. Und ihm war auch klar, dass er zu Hause sein möchte. Das ist dann für uns einfach total schön, das zu sehen. Aber es ist dann auch wichtig, zu überprüfen, dass auch wirklich alles in Ordnung ist.
Nur dann kann der geschwächte Mann allein zurück in seine Wohnung. Aber jetzt haben Sie auch schon ein bisschen Farbe wieder. Ja. Würden Sie denn mit uns gerade mal eine Runde um den Tisch drehen? Ja. Gut. Wenn die Schuhe hast. Ja. Den Kosten mitnehmen. Ja, den nehme ich jetzt mal mit, weil das ist aus wissenschaftlichen Gründen. Hup, aber die Lampe. Der Kopf. Ach so, da hat man nicht noch chirurgisch werden. Geht's? Wir haben mit dem Patienten ja dann noch einen Gehtest gemacht in dem Wohnzimmer, um eben zu überprüfen, dass er einerseits mobil ist, keine Symptome hat, zum Beispiel Schwindel oder Kopfschmerzen, und auch so ein Ereignis nicht wieder stattfindet und der Blutdruck dabei stabil bleibt. Ja. Setzen wir uns wieder, oder? Ich glaube, wir müssen ja keinen Marathon machen. Kein Schwindel, kein gar nichts, oder? Gang und Sicherheit, nichts. Wir wollen unsere Patienten ja nicht in schlechteren Zustand zurücklassen, als dass wir sie aufgefunden haben. Und das ist schon wichtig, wenn er zu Hause bleiben will, dass er seinen Alltag dann normal bewältigen kann. Und dazu gehört einfach auch, dass er sich normal bewegen kann, ohne wieder bewusstlos zu werden. Jetzt schauen wir noch einmal den Blutdruck, nachdem er jetzt da einmal um den Tisch rum ist. Mal schauen, wie es da. Aber wahrscheinlich hat er tatsächlich zu wenig getrunken die letzten Tage und dass er da einfach Flüssigkeit braucht. Der hat Suppe gegessen. Ja, Suppe gilt ja auch. Und hat drei Pfannkuchen gegessen. Ja. Dann eben das Glas Wasser und dann. Ja. Das ist, glaube ich, normal. Ja, 88. Ja. Sie sind aber blendend auch. Danke. Schöne Komplimente. Ja. Bei so einer hübschen Frau so kommt. Oh, jetzt geht's ja früher. Jetzt geht's ja früher. Gut. Und erinnert sie sich dann noch daran, wie es passiert ist? Ich habe nur gegessen und dann habe ich mir gedacht, das will ich mir holen. Die Sonne, ich bin zusammengekappt, wie weiß ich. Ist sie ganz schwarz auf den Augen richtig geworden? Nein, eigentlich nicht. Ich weiß gar nicht, dass ich überhaupt bewusstlos war. Oder was, ich weiß es nicht. Ich hätte jetzt auch gesagt, wir wollen ja nicht, dass wir es noch haben. Aber es ist toll, wie sich Ihre Familie auch kümmert. Da haben Sie eine ganz tolle Familie. Ja, meine Familie ist toll. Das muss ich schon sagen. Die Familie, die war richtig super. Da hat jeder gleich Arztbriefe und so weiter organisiert, Krankenkassenkarte. Die waren gut vorbereitet drauf. Und sie haben es ja tatsächlich schon gekannt, weil er ja nicht das erste Mal diese so eine sogenannte Synkope hatte. Und das hat alles Hand in Hand gut funktioniert. Gut, ich sag schon mal Servus. Servus. Alles Gute. Wiederschauen, danke. Tschüss. Alles Dank. Gute, gell? Ja, danke. Tschüss, Wiederschauen. Servus, Wiedersehen. Bewusstlos heißt häufig was Schlimmes. Aber wenn es wieder so ausgeht, ist super. Da schaut auch noch mal der Urenkel des Patienten nach dem Rechten. Weißt du nicht auch, dass Opa wieder gut geht? Ja, der hat jetzt im Nachhinein, der war drüben. Wir waren da allein, das muss ich nicht sehen, doch, gell? Warte mal, ist das denn jetzt dein Opa? Nee, Uropa. Ach, das ist dein Uropa. Ja, stimmt, das ist dieser der Opa. Von meinem ältesten Bruder ist das der Bruder. Ah. Gell? Ja. Das war danach dann relativ entspannt wieder und auch der Urenkel ist dann gekommen. Und ja, Happy End, kann man nur sagen. Jetzt lacht der Opa schon wieder. Jetzt hat er schon wieder besser. Das ist gut. Wenn man zu Anfang noch überlegen muss, müssen wir jetzt in die Klinik fahren, müssen wir nicht fahren. Und am besten ist es, wenn es dem Patienten gut geht. Ja, es war ganz lustig, weil die Familie war total süß. Und ja, die waren so locker, leicht, so unbeschwert. Also ein richtig, ja, einfach total nett. Und auch schön, dass es ihm wieder gut geht. Soweit, ja. Ich glaube, es ist das Allerwichtigste, dass man familiär eher einen Zusammenhalt hat. Sonst kann sowas nicht gut funktionieren, wenn man immer alleine ist und wenn man keine Unterstützung hat. Und so ist das jetzt einfach, das ist schön, er kann da bleiben, wo er sein möchte. Wenn er jetzt alleine gewohnt hätte, wären wir wahrscheinlich nicht mit so einem guten Gewissen gegangen. Aber es hat jetzt alles wunderbar gepasst. Weitaus dramatischer klingt der nächste Einsatz für das Rettungsteam im bayerischen Fürstenfeldbruck. Wir müssen jetzt einen Patienten verlegen aus der Helios-Klinik in Pasing. Der hat einen Schlaganfall und den verlegen wir ins Klinikum nach Dachau.
Der bekommt das komplette Monitoring, EKG, Sauerstoffsättigung und so weiter. Den müssen wir schon überwachen. Also der Zustand, der kann sich insofern ändern, dass er vielleicht unterwegs einen Krampfanfall hat und sich generell verschlechtert. Ja, wollen wir nicht hoffen. Also wir nehmen jetzt unsere Trage mit und Monitor und dann schauen wir mal, wo wir den Patienten abholen müssen. Aber es ist wohl in der Notaufnahme. Die Patientin war von der Ärztin schon informiert worden, dass sie in ein anderes Krankenhaus verlegt wird, weil eben dort keine Kapazität bestand. Gerade bei einem Schlaganfall ist es wichtig, dass sich Spezialisten um die Patientin kümmern. So, es ruckelt einmal gleich. Und dann ruckelt es nur noch, weil ich fahre ja. Werden, dass ich einen Krampf haben kann. Und zweimal am Tag. Haben's noch. Ach so, aber sind Sie heute erst reingekommen, oder? Ja. Ach, du liebe Zeit. Mei. Ist Ihnen aber jetzt irgendwie übel oder so? Nein, übel ist mir nicht. Gar nicht. Ja. Nur ein bisschen, auch wenn Sie jetzt so sitzen, haben Sie da auch einen Schwindel? Ja. Gar nichts. In dem Moment muss er sich bewegen. Ja. Also grundsätzlich ist es schon wichtig, so einen Einsatz schnell durchzuführen, schnell vor Ort zu sein, die Patientin zu verlegen. Und dann tun wir als Bus ein paar Kabel. Ein paar Kabel, genau. Die kennen Sie ja schon. Die Dame hatte plötzlich ungewöhnliche Beschwerden. Und wann ist Ihnen denn das aufgefallen, dass das so ist? Gestern Mittag. Gestern Mittag. Ich wollte da Kreuzfahrt ein bisschen machen, weil ja. Das mache ich so gern. Ja, das ist doch und, schön. Ja, und dann konnte ich auch einfach mal den Kugelschreiber halten. Nicht mehr halten. Haben Sie gemerkt, dass der aus der Hand fällt praktisch, oder? Rutscht, immer gerutscht. Ja. Und dann konnte ich nicht mehr schreiben. Und was hat sie dann? Aber Sie sind heute dann mit dem Rettungswagen in die Klinik gekommen, oder? Ja, ja. Okay. Und was hat Sie dann dazu bewegt, dass Sie da heute anrufen? Bitte? Die Freundin hat's gemacht. Meine Bekannte hat angerufen und dann hat sie gemerkt, dass es mir nicht gut geht. Und dann hat sie meinen Mann sofort informiert und der hat ein Dings geholt und Krankenwagen. Ja. Dann haben sie mich auf Passing gefahren, aber jetzt habe ich überhaupt keine Uhrzeit. Ich habe noch meine Wäsche gewaschen, noch aufgehalten. Aber zum Einkaufen bin ich überkommen. Und wie ist Ihnen das aufgefallen, dass Sie jetzt krank haben? Ja, wir haben sie immer gedreht heute. Ich musste immer überall einhalten. Und die Finger, die gehen nicht ganz. Du kannst sie nicht mehr so greifen. Kugelschreiber kann ich nicht halten. Und unterschreiben konnte ich jetzt auch nicht mehr. Bei solchen Anzeichen muss schnell gehandelt werden, um Folgeschäden zu vermeiden. Und Ihr Mann kommt aber gleich zum Krankenhaus? Der weiß ja noch gar nichts. Der ist noch gar nicht informiert. Schauen wir mal, ob er zu Hause ist. Du, Schatz. Ich liege gerade im Sanitätsauto und werde nach Dachau gefahren. Alles, und da habe ich gesagt, eine leichte Lähmung und Verdacht auf Schlaganfall. Okay. Aha. Wenn nicht, dann kann man ja irgendwann zum Franz zum Essen gehen. Wenn ich wirklich heimkomme. Gell? Ja, das stellt sich jetzt dann erst raus. Bei der Patientin war ja schon jegliche Akuttherapie abgeschlossen. Und deswegen war das auch dann total in Ordnung und auch wichtig, dass sie ihren Ehemann anruft, damit der auch Bescheid weiß und sich nicht sorgen muss, während sie jetzt dann auf Reisen geht. Okay, also dann vierte dabei. Sie sind aber noch ganz entspannt, oder? Machen Sie sich Sorgen? Na, mein, wie beim Alter, was? Die habe ich alles schon verlebt. Wie alt sind Sie denn? 84. 84? Ja. Christiane versucht herauszufinden, wann die Symptome angefangen haben. Und der Schwindel hat dann praktisch gestern gleichzeitig mit diesem Gefühl in der Hand angefangen, ja. Oder? Oder war das vorher schon? Ja, weil da bin ich gesessen. Ah, okay. Und da haben sie nichts gemerkt? Ja, dann sitze ich. Okay.
Bei der Patientin ist es jetzt so, dass der Zeitpunkt, an dem die Beschwerden begonnen haben, so weit zurückliegt, dass man die üblichen Therapien gar nicht mehr durchführen kann. Und es ist auch so, dass die Einschränkung, also sie kann schon noch greifen, nur die Feinmotorik ist gestört, dass die Einschränkung zu gering ist, als dass man die Nebenwirkungen der Therapie, die man sonst bei einem großen Schlaganfall durchführen würde, in Kauf nehmen möchte. Ja, aber sie sind noch ganz schön fit für 84. Ja. Ja, das merkt man. Vielleicht auch viel Kreuzworträtsel. Ja, und ich habe, wir waren bei der Brustbahn. Mhm. Ich war 23 Jahre in der Nachforschung. Oh, ja, schön. Nicht schlecht, da musste man auch viel denken. Diese Arbeit hat mir gefallen. Ja, ja, das glaube ich. Und ich mache mir mein ganzes Buchhaltung. Echt? Alles. Alles noch, ja, toll. Ja, nicht schlecht. Es ist einfach schön, wenn man so mit Menschen zu tun hat, die so optimistisch sind, trotz solchen Situationen. Und es tut einfach gut und da geht man auch gleich wieder selber ganz glücklich raus. So positiv, wie Sie eingestimmt sind, ja, da wird das auch wieder. Ja, ja. In auf den Weg. Das glaube ich, das merkt man. Ich kann nicht gut, dass das so weit ist. Ja, ich bin so langsam gefahren, damit Sie sich gut unterhalten können. Also wir haben natürlich in unserem Beruf schon immer wieder Schicksalsschläge vor Augen. Und deswegen macht man sich das schon immer wieder bewusst, wenn man sich jetzt über eine Kleinigkeit aufregen würde, dass es ganz andere Dinge gibt, über die man sich aufregen kann. Und dass das Leben eigentlich letztendlich schön ist, so wie ich es habe. Und muss nicht über jede Kleinigkeit meckern. Die Patientin hatte noch einmal Glück. Nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt konnte sie wieder nach Hause.